Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Heute bin ich wieder alleine. Es ist mal wieder Nachtschicht und gewesen, besser gesagt, 8.04 Uhr an ein, warte mal, was ist heute? Ich glaube Mittwoch, oder? Heute müsste Mittwoch sein, was sagt? Ja, genau, Mittwoch, das sagt auch Windows. Jo, wir haben ja das letzte Mal, also am Mittwoch für euch, heute sollte ja Freitag sein. Wenn die Folge richtig rauskommt, wenn ich richtig gerechnet habe, wenn ich die Folge richtig gerendert habe und so weiter und so fort. So, wir haben ja das letzte Mal hier Alchemic Furnace und dann die Arcane Alembics aufgebaut, nicht die anderen zwei Dinger, die ich da versehentlicherweise draufgesetzt habe. Ja, gut, okay. Und es passt, der External Heater ist von da hinten von da nach da gewandert. Deswegen ist natürlich jetzt auch Karl Otto weg. Müsste ich jetzt aber mal gucken, wo der ist. Karl Otto, bist noch da? Guck mal. Da steckt er jetzt. Da. Macht mir hier die ganze... Oh Mann, ey. Ich brauche hier keine Eier, keine Hühnerfarm mehr. Ich hab schon meine eigene. So. Der External Heater, der befeuert ja den Alchemical Furnace. Und dann kann ich dann hier später noch einen hinstellen. Und dann hier vielleicht noch ein paar Alembics drauf. Ich glaube, da gehen bis zu 4 oder 5 drauf. Bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Müsste ich nochmal nachlesen. So, hier haben wir ein bisschen Arbor und Präkantantio. Ich sage jetzt einfach mal Präkantantio oder Präkantantio. Ist wurscht. Es gibt ja genug Leute, die das richtig aussprechen können. Ich gehöre nicht dazu. So, das ist mittlerweile voll. Ich glaube, da ist... Nee, da ist nichts mehr drin. Okay. Da brauche ich aber auch keine Kohle reinstecken wegen dem Excellent Heater. Das finde ich ganz toll. Und das Kabel geht hier lang. Nee, hier nicht, aber da. Stone, nee, auch nicht. Aber hier, Stone Brick Cover. Das sieht ihr schon mal. Ne? Stone Brick Cover, Stone Brick Cover, Stone Brick Cover. Wenn ich jetzt mal meine French raushole. Beziehungsweise meinen Crescent Hammer. Ja, das war fast gut. Zack, zack. Habe ich hier das Kabel runtergelegt. Warum nicht hier? Weil die Oakwood Planks leider keine Cover haben. Das finde ich sehr schade. Die Oakwood. Logs, die haben Cover. Das ist ganz komisch. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen, ne? Die Logs haben keine. Die Logs haben welche, deswegen sind hier jetzt auch Logs drin. Aber die Planks haben keine. Naja, okay. Also das geht jetzt hier komplett hoch. Von da unten. Ja, von hier geht es darüber und dann hier hoch. Sieht man jetzt auch schön, deswegen sind auch hier die Ohrberries weg. Ja, yam yam. Ja, gut, passt soweit. Gut, aber ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich da vorhabe, mehrere World Anchor zu setzen, ja, damit eben hier das ganze Gebiet geladen ist. Und die World Anchor, die fressen ja Enderperlen. Okay, gut, jetzt habe ich ein bisschen Glück und hier sind alle gewachsen, weil ich hier im Lager noch einen World Anchor sitzen habe, der, oh, der ist jetzt mittlerweile aus, okay. Gut, den lasse ich jetzt erstmal aus. Warum habe ich jetzt bloß 15? Achso, da hinten ist noch eine. Und wir haben Glück! Wow, super! Wir haben noch eine 17. Eine 17. Enderlily bekommen. Enderlily Seed, ja. So, packe ich jetzt da rein. Dann haben wir hier jetzt 188 Enderpearls und 25 Lily Seeds. Sehr nice. Gut, aber ja, ich möchte ja nicht da dauernd. Achso, das ist zum Minern, ne? Also nicht wundern. Ich möchte ja nicht dauernd. Bist du richtig? Ja, du bist richtig, genau. Möchte ja nicht dauernd händisch da abfarmen wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machst du was mit Steve's Factory Manager. Dafür brauchen wir den. Dann brauchen wir von denen noch ein bisschen. Und Block Gates brauchen wir auch noch ein bisschen. Komm, machen wir mal hier 16. 16 Block Gates. Mehr möchte ich im Moment nicht machen. Ender Cores, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und hier nehme ich mal die 24 Inventory Kabel. So. Als Grund, beziehungsweise als, als Saatgrund kann man ja hier Endstone nehmen. Man kann ja auch Gras nehmen, aber das dauert dann immer, bis es gewachsen ist. Und diese blöde Spinne geht mir irgendwie auf den Senkel. Wo bist denn du? Da. Weg. Sehr schön. So, kann man ja, also als Grund kann man ja, wie gesagt, Endstone nutzen oder eben auch Erde. Es dauert dann eben nur. Und ich habe jetzt gelesen, dass mit... dem Endercore,
dass es wesentlich schneller geht. Also knapp doppelt so schnell wie auf Endstone. Also Endstone ist ja schon schnell. Aber ja, wenn man noch eine schnellere Methode bekommen kann, warum nicht, ne? Und da wir ja auch nur 16 Ender Lily Seeds setzen werden, weil mehr möchte ich nicht machen und dann eben auch so effektiv wie möglich. Deswegen kommen die jetzt erstmal weg. Ja. Wollen wir da mal gucken. So, ich habe mir gedacht, das Ganze kommt hier hin. So, hier 8 hin, da 8 hin. So, das war's. Nee, nicht ganz. Dann brauchen wir aber hier noch ein bisschen Kabellage. Oh, ich habe mich da ein bisschen vertan, ne, würde ich sagen. Ja, habe ich. Die müssen nochmal weg. Die kommen nämlich dahin. So. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Dann wird es doch ein bisschen größer als gedacht. Naja, ist egal. So, Inventory-Kabel. Brauchen wir jetzt erstmal hier ein paar. Ah, dann gehen wir hier lang. Und hier lang. Und hier. Und hier. Und hier. So, hätten wir das jetzt erstmal. Dann kommen die Blockgates. Da, da, da und da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und ja, hier fehlen dann noch natürlich die Inventory-Kabel. So, da. Das dürfte jetzt, glaube ich, gerade aufgehen, ne? Ja, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und dann eben. Nein. Hier, hier, hier und hier. So, hätten wir das schon mal. Und ich will gerade mal gucken. F7. Ja, okay, gut. Das passt. Sehr gut. Gut, ja, jetzt haben wir das ja aufgebaut, ne? Sieht jetzt mal ganz schnieke aus, aber ja, gut, wir brauchen ja jetzt mal noch das. Den Controller, den setzen wir dahin, damit es eben auch ein bisschen symmetrisch ist. Und dann brauchen wir aber nochmal, wo, da ist der Ausgang. Dann brauchen wir aber nochmal ein bisschen was an Drawer. Und ich würde sagen, ja, wir nehmen die einzelnen, das sind, okay, gut. Nee, da, oh. Ah, das ist schön hier laufen zu können. Ich muss darüber. Habe ich nicht? Nee, habe ich. Nee, glaube ich, habe ich wirklich nicht. Das brauche ich. Nee. Ja. So, eine Kiste. Ich brauche zwei Kisten. Zwei Kisten da rein. Die zwei, die zwei. Zack. Habe ich schon mal hier Oak Drawer. So. Am besten nimmt man da noch ein paar Upgrades, aber ja, die mache ich später. Die werde ich später machen müssen. Gut. Dann würde ich sagen, einmal hier, passt. So, gut. Was machen wir jetzt hier? Wir machen jetzt Folgendes: Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Zeug holen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Toll. Flieg mal ein bisschen. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen. Und da ein bisschen. 25 brauche ich nicht. Obwohl, ach komm, ich nehme mal alle mit. Was brauche ich denn die da hier im Lager? Die da hier. Genau. Die da hier im Lager. So, runter. Dann da rum. Die. Der war gut. Die dahin. Und die dahin. Und ich höre ein Skelett. Wo ist es? Irgendwo da hinten. Ja, okay, gut. Lass ich das Skelett mal Skelett sein. So. Fangen wir mal an. Jetzt wird's lustig. Also, wir brauchen erstmal einen Trigger. Ne, ist klar. Mit dem Trigger fängt alles an. Was triggert er uns? Der triggert uns eine for each Schleife. Also für jedes, auf Deutsch gesehen, Deutsch gesagt. Und der arbeitet mit Variablen. So, dann haben wir hier eine Liste und Elemente von dieser Liste. Also, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt zwei Variablen quasi definieren. Einmal als Liste und einmal als Element. Und da, wo war das jetzt? RF, nee, Sign Updater, Camouflage, Command Group. Wo bist denn du? Nein, ach, das war verkehrt. Zack. Hier, Containervariable, genau. So, eine Variable. Und zwar nehmen wir die als weiß. Global, ist okay. So, hier kann man dann auswählen, was man möchte. Ich möchte in dem Fall nur Inventory angezeigt bekommen. Container und kriegt dann quasi alles angezeigt, was mit Inventory zu tun hat.
So, aber da ich jetzt bloß das Gate angezeigt haben möchte und mir alle selektieren möchte, das heißt auch die, die jetzt nicht sichtbar waren, haben wir das hier. Okay. Collections brauchen wir nicht. Dann hätten wir hier schon mal die Block Gates. So, speichern. Dann haben wir hier auch mal ein bisschen Text drin. Und jetzt brauche ich noch einen Container. Der zeigt jetzt natürlich den Fehler an. Okay, die Variable wird schon benutzt. Deswegen hier einmal die Farbe wechseln auf Orange. So, dass es die gleiche Farbe ist wie hier. Und das ist mir hier im Prinzip schnurzpiep egal. Da müssen wir gar nichts machen. So, das war's schon. Hier haben wir jetzt im Prinzip angegeben, welche Blöcke er nehmen soll. Und die Elementliste quasi soll dann anzeigen, ja, das ist dann immer als einzelnes Objekt gesehen. So, gut. Containertypen, ja, ist okay. Loop Order, wurscht. Interessiert uns nicht. So, was soll er denn jetzt machen? Okay, also, wir brauchen jetzt erstmal eine Condition. Eine Bedingung. So, und diese Bedingung werden wir mal benennen. Sieht da. Jawohl, das ist sieht vorhanden. Okay, ihr seht jetzt hier, der Text ist ein bisschen komisch, weil hier ist er andersfarbig. Das ist einfach nur, wenn man das jetzt quasi wieder verkleinert, dann sieht vorhanden. Ist ein bisschen doof. Deswegen kann man dann da sagen, sieht, na, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie ich das richtig benennen soll. Sieht da, fertig. Gut, dann Inventories. Können wir dann hier hingehen? Select Filter, Multi-Selection. Hier. Zeige mir Variablen. So, und jetzt natürlich, da wir hier in der For-Each-Schleife sind, muss ich jetzt das Element nehmen. Das heißt, jedes einzelne Blockgate ist jetzt hier nochmal deklariert. Nehme ich das hier. Target ist eigentlich wurscht. Hauptsache, das ist aktiv. Items. If any. Lily. Ne, wir haben immer noch mit einem L geschrieben. Ender Lily Seeds Cover. Nee, das nicht. So. If any. Also sei es jetzt. If any heißt im Prinzip nur, egal welchen Wachsstatus es hat, also Grow Status, ob es jetzt voll ausgewachsen ist oder nur halb oder sonst irgendwas, wird das erkannt. Und wenn nein, dann sollst du mir einen Input aus dem Inventar. Jetzt müsste ich gucken. Du bist die Enderlilies. Du bist auf 1024, 8, 6, 4, 3, 5, 5. Nee, 54. 1024 864. 1024 864. 864, genau. Nehmen wir den. Gut. Soll er mir hier aus diesem Dark Oak Wood Drawer den Seed nehmen? Seed nehmen. Speichern. Und dann quasi einen Output wieder bei den Variablen Orange hier, zack. Target egal, Items auch egal. So, einen Seed setzen. Gut, speichern. Und wenn wir das jetzt alles miteinander verbinden, dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Den Trigger, den werde ich jetzt mal auf, ich sag mal, 10 Sekunden stellen. Weil das ist ja vollkommen okay. So, zack. Und jetzt sollten wir dann auch gleich sehen, dass der hier die Seeds rausnimmt und dann vor sich hinsetzt. Da hat er es schon mal gemacht. Aha, der hat's. Ja, genau. Ich habe noch einen Fehler gemacht. Und zwar, habt ihr jetzt gesehen, ne? Der hat alle Seeds rausgenommen. Deswegen gehen wir hier nochmal hin bei Items. Seed nehmen. Target. Items. Blacklist. Hatte ich das nicht? Whitelist. Nein, Lilly. So, machen wir hier einen Rechtsklick. Specify Amount 1. Okay. Oh, dann sollte er das machen.
Ich werde das jetzt nochmal kontrollieren. Seed nehmen. Inventory, Items. Ja, passt. Gut. Ah, die packe ich jetzt wieder da rein. Und jetzt sollte er wirklich für jedes einzelne Ding dann die Dinger setzen. Genau, so, hat er jetzt gemacht. Alle 10 Sekunden überprüft er jetzt, ist da jetzt ein Block frei oder nicht. Und wird dann da jedes Mal eine Enderlily setzen. Und ja, gut. Jetzt müssen wir im Prinzip bloß noch gucken. Das mache ich jetzt erstmal weg. So. Jetzt müssen wir im Prinzip bloß noch gucken. Was machst du, wenn da... Ja. Wenn es gewachsen ist, ne? So. Condition L. Nein, 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 nein. Das habe ich verkehrt genommen. Ich brauche eine normale Condition, ja. Condition L war quasi Condition Liquid, ja, genau. Mhm. So. Ausgewachsen. Ja, ausgewachsen, super. Erwachsen. Ja, erwachsen, okay. Gut, das passt. Inventories, brauchen wir auch wieder die Variablen. Target ist egal, Items im Prinzip auch, kann man jetzt aber mal sagen, okay, Ender, Perle, eine und machen wir nochmal die Lily. Lily Seed, so, zack, zack. Dann können wir hier auf True gehen. Und zwar, wenn das ausgewachsen ist, dann kriegt er ja das Zeug. Und zwar soll er mir das dann hier reinpacken. Und hier. So. Der wird wahrscheinlich auch so schlau sein, um zu sagen, ja, okay. Moment. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Denkfehler. Input, nee, das ist natürlich verkehrt. Die Variable. Items, gehen wir hier auch wieder an. Ender. Und eine Lily. So. Und das soll er dann natürlich hier und da reinpacken. So. Das System ist eigentlich so schlau, beziehungsweise der Steve, der Manager, ist natürlich so schlau und sagt dann, okay, wenn ich da jetzt so zwei Drawer habe, ja, okay, in den einen kriege ich, also das ist ja genauso wie bei Barrels, in den einen kriege ich jetzt so Enderperlen rein, in den anderen Enderlily Seeds. Wenn ich da jetzt versuche, Enderperlen reinzupacken und es geht nicht, dann versuch's da. Und das klappt dann auch. So, gut. Wenn erwachsen, Inventory. Nee, das müssten die Variablen sein. Die, genau. Target, Items. So, zack, zack. Wunderbar. Dann müsste der dann auch... Na? So. Sobald die dann ausgewachsen sind, müsste er die abernten. Ja, und dann hätten wir hier schon mal eine schöne Enderlily-Farm. So, ich habe jetzt leider keine Reinforce-Can da. Deswegen, um euch das zu demonstrieren und zeigen zu können, Reinforced-Can. Ne, hä, was? Warte mal. Water, wo ist sie denn? Da ist die Watering Can, da ist die Watering Can Reinforced, genau. So, nehme ich jetzt mal eine. So, die ist jetzt, ja gut, die passt. Mit dieser kann man die Enderlily Seeds begießen, ne? Das Rezept ist schon ein bisschen... Soul Fragment? Okay. Bedrockium Ingots? Okay, ja. Ja, ne? Ihr seht schon. Das ist gar nicht so ohne. So, ich werde die jetzt hier mal begießen, damit die einfach mal ein bisschen schneller wachsen. Bevor ich das mache... Ich habe jetzt 16 Enderlily Seeds da drin. So, natürlich werde ich dann die Seeds, die da rauskommen. Wie viel haben wir da drin? 9 Stück. Eins will ich noch drin lassen, weil das ist natürlich nicht abgeschlossen. So. Falls da jetzt noch ein Seed rauskommen sollte. Werden wir nochmal gucken. So. Aber der ist jetzt schon mal bei 43%. Ich kann nochmal darüber. Nee, bleiben wir hier. Wir sind immer noch bei 43, 57. Der ist bei 0. 29, 29. Ja, ich habe so... Ja, doch, der sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Dass der eigentlich recht schnell wächst. Oh, guck mal hier, die geben sich einen Kopf an Kopf rennen. Ist ja krass.
So, da hinten ist auch noch. Ah, guck mal, hier 43, da 29. Jetzt ist er auf 57, da 71. Na, wer wird das Rennen machen? So, du bist jetzt auf 86. Okay, gut. Dann leg mal los, ne? Würde ich sagen. Ach ja. Also wenn man... Ja, sehr schön. Der ist jetzt ausgewachsen. Und müsste dann auch gleich dann abgeerntet werden. Hoffe ich doch. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich glaube nicht. Weil der ist nämlich auch schon ausgewachsen. Ich glaube nicht. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Okay, gut. Ich muss nochmal ganz kurz ans Zeichenbrett gucken, was ich da jetzt verkehrt gemacht habe. Und dann bin ich natürlich gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder und ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar nehme ich jetzt erstmal den Trigger weg. Bei diesem Input habe ich ja gesagt, er soll gucken, Ender Lily Seed und Ender Pearl. Warum mache ich das überhaupt? Einmal, einfach mal zum Verständnis. Das Block Gate, wenn das einen Block vor sich hat und weiß, was es dann bekommt, wenn es den zerbricht quasi, dann nimmt er das an. In dem Fall ist es so. Wenn er jetzt zum Beispiel hier Stone hätte, dann erwartet er Cobblestone. Weil der hat eben keine Silk Touch Funktion, deswegen müsste man da jetzt angeben, wenn jetzt hier Stone ist, dass er dann Cobblestone hat. So wie ich jetzt die Enderperle und den Ender Seed angegeben habe. So. Inventory stimmt noch. Items, wenn wir das rausnehmen. Delete. Dann hat er bloß noch das da. Ich werde jetzt noch die Pearl hier vorne hinsetzen, so damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Also, wenn er erwachsen ist, das ist hier das Inventories Variable, orange Variable, Target ist egal, Items, Ender Pearl und Ender Lily. Ich glaube, hier muss ich es auch noch rausnehmen. Probieren wir es erstmal so. Dann soll er das zerbrechen. Ja, ich hab jetzt natürlich den Fehler gemacht. Ihr habt das natürlich genau da falsch rausgenommen. Inventory, Items, da. Lily. So. Weil der hat ja zwei Items. Hier soll er gucken nach Items. Das kommt weg. Also, sowas kann man übrigens, wenn man hier mit Rechtsklick draufklickt, Specify Amount und so weiter, dann kann man es auch wieder löschen. Na, falls ihr euch dann ein bisschen verklickt habt oder sowas. So, und jetzt sollten wir gleich hören. Na, das dauert jetzt aber ein bisschen lange. Oder auch nicht. Mensch, in der Testwelt hat es funktioniert. Einwandfrei. Vielleicht kommt er hier mit dem Inventar nicht klar. Kann das auch sein? Das ist jetzt wirklich seltsam. Das ist in Ordnung. Targets ist aktiviert. Ender Pearl. Vielleicht doch noch Lily Seed rein. Ich weiß es nicht genau. Das ist jetzt wirklich doof, weil in der Testwelt hat es einwandfrei funktioniert. So wie ich das dann vorgestellt hatte. Moment, vielleicht, wenn ich hier. Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, gut, dann muss ich hier nochmal einen Break setzen. Oh Mann, ey, immer diese Katze hier, die gehen mir auch langsam auf den Sack. Naja, okay, gut, bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, es lag tatsächlich nur an der Himmelsrichtung. Ihr habt ja vorhin gesehen, das war vorher hier eine Reihe, dann hier eben der Endercore und dann eben da wieder eine Reihe. Also ich habe das jetzt mal in die andere Himmelsrichtung gedreht. Und zwar von West nach Ost oder Ost nach West, je nachdem wie ihr wollt. War ja vorher Süd-Nord-Ausrichtung. In meiner Testwelt war das auch Ost-West-Ausrichtung, da hat es funktioniert. Und ja, gut, so wie ihr seht, ne, Süd-Nord-Ausrichtung funktioniert anscheinend nicht. Schade. Naja, gut, kann ich jetzt eben nichts dran machen. Ich kann allerdings hier mal noch ein bisschen zumachen. Und es funktioniert einwandfrei. Also ich kann es euch hier gerne mal demonstrieren. Die Enderperlen, die jetzt da drin sind in der Barrel, die werden natürlich verschwinden. Na?
Genauso hier wie diese Gießkanne. Die wird natürlich auch noch verschwinden. Will euch das jetzt nur demonstrieren. So, da habt ihr gesehen, die ist weg, die ist da rein. Der holt sich dann auch gleich einen Seed und packt den dann wieder dahin. Super, einwandfrei. Somit haben wir dann gewährleistet, dass wir genug Enderperlen haben. So, Moment, das machen wir so. Diese Enderperlen kommen weg. Diese Gießkanne kommt weg. Und ich gehe jetzt auch wieder in den normalen Mode. Halt, Receipt Mode, genau. Wo habe ich denn den jetzt noch her? Habe ich draußen? Achso, ja, genau. Ich habe draußen die Spinne kaputt gemacht. Ja, okay, passt. So, dann können die drei Stones da noch hin. Ja, das Inventory-Kabel kann ich eigentlich auch wegpacken. Glaube ich. Nee, kann ich nicht. Das passt so. Das passt so. Gut. Ja. Somit haben wir jetzt eine schöne Enderperlen-Farm mit Seeds und sowas. Ganz wichtig, es gibt noch zwei Punkte, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Ich habe jetzt vorhin, wo ich das getestet habe, dass es auch funktioniert, den Fehler gehabt. Hier war nichts deklariert und hier waren nur Enderlily-Seeds. So, da ich ja dem Programm gesagt habe, hier Output, ne, Inventories, ich zieh's mal ein bisschen hoch. Na komm, hallo, da. Wenn die, ja, Condition muss ich, das Programm muss ich natürlich auch neu schreiben, deswegen ist noch nichts beschriftet. Machen wir gleich. So, wenn eben das gewachsen ist, ne, das haben wir ja hier. Inventories, hier Orange Available, Target, egal. Eine Enderperle. Also wie gesagt, das Blockgate, das baut ja Blöcke ab oder kann Blöcke abbauen. Und wenn es eben das erwartet oder weiß ganz genau, was es erwartet, dann kann man daraus eine Condition machen. Habe ich ja vorhin erzählt mit dem Smooth Stone und dem Cobblestone. So, der hat es erkannt, okay, wenn ich den Block vor mir abbaue, dann kriege ich eine Enderperle und wenn das dann passiert, dann packe ich die Enderperle hier rein. So, ich habe jetzt beides selektiert. Das war mein Fehler, weil da hat er jetzt noch eine Enderlilie reingepackt und er wollte dann irgendwohin die Enderperle reinpacken, hat sie dann aber geworfen. Das heißt, hier Steve's Factory kann Enderperlen werfen. Ganz fatal, weil dann steigt der Server aus. Ne? Habe ich eben nochmal festgestellt, wenn ihr das im Singleplayer probiert, kein Ding, könnt ihr dann einfach neu starten. Beziehungsweise der Client stürzt auch nicht ab, aber der Server ist abgestürzt. Naja, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis er wieder oben war, aber nichts Wildes. Also ich musste jetzt auch nicht irgendwie da irgendwie Zaubertricks anwenden oder sowas. Er hat sich einfach runtergefahren und dann neu gestartet. Das war ja kein Problem. So, aber ihr solltet das dann auf jeden Fall machen. Und zweites. Für die Enderperlen brauchen wir auf jeden Fall noch ein Void Upgrade. Ein Void Upgrade. Und zwar dieses hier. Ja, ist nicht wirklich besonders schwer herzustellen, aber das werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Beziehungsweise ich werde das dann offcam machen. Weil, soweit ich das sehe, brauchst du ja zwei Slots, genau. Also hier werden wir auf jeden Fall noch ein paar. Boah, das werden wir noch ein bisschen upgraden, dass der genug Enderperlen produzieren kann. Und für die werden wir das wahrscheinlich auch machen. Ja, genau. Dann machen wir das so, dass der dann auch 4096 Stacks oder Items machen kann, weil hier die Enderperlen sind ja bloß bis zu 16 stackbar. Ja, gut. Aber ich würde dann sagen, in diesem Sinne, wenn ich dann aufgestanden bin. Na, komm, danke. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut da rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier mit dieser schönen Enderlily-Farm, Enderperlen-Farm. Ja, läuft wunderbar. So, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen gehabt. Euch wohl, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Habe ich das auch schon wieder zweimal gesagt, gell? Ja. Passiert. Macht's gut.